Grüß dich. Eine kleine Bewegungsrunde machen wir heute. Das könnt ihr gerne verwenden. Ich fange einfach schon mal an, wenn du die Füße gut erdest und ein bisschen Schulter kreisen. Dann bist du schon mal gut dabei. Genau, du kannst es gerne verwenden als einfach ein lockeres Mittagspäuschen im Homeoffice. Du kannst es morgens als Morgengymnastik verwenden. Auch gerne abends, wenn du einfach Richtung fertig bist mit deiner Arbeit. Jederzeit. Ja, oder einfach ein bisschen Bewegung durch den ganzen Körper möchtest. Genau. Und dann lass uns noch ein bisschen lässiger im Wechselspiel rotieren. Ja, du richtest dich gut auf, lässt es gleiten in den Schulterblättern, atmest gut, wunderbar. Wechsel die Richtung. Lass dich gut fließend atmen. Genau. Ja, gut. Ja, und dann in dieser Idee gerne mal Arme auf und du hast, denke ich, hoffentlich gut Platz und lass mal ein bisschen schwingen, schwingen, ein bisschen schwingen und gerne lass den Kopf mal mitschauen, ein bisschen in die Drehrichtung, jawohl, da einfach ein bisschen Wirbelsäule mitnehmen und gut Knie, Hüfte, gerne 2, 1 und dann lass beide Arme vorne und du gehst mal rund und langsam in die Streckung. Abrollen und in die Streckung. Strecken. Lass die Schultern immer wieder weg vom Ohrläppchen. Gerne 2 hätten wir noch. Ein letztes Mal. Und dann lass die Arme über die Seite lösen und nochmal beide. Beide. Und dann starten wir mal ganz lässig. Erstes Knie. Zweites. Genau. Lass dich einfach mal deinen Stand finden. Lass dich Balance finden. Genau. Gerne. Hände ganz lässig. Rechts, links, an das Bein. Bleib groß. Jawohl. Einfach berühren jedes Knie, was kommt. Bisschen Hüftgelenke mobilisieren. Jawohl. Schulter ist auch nochmal dabei. Gerne. Schulter rück. Jawohl. Du atmest fließend leicht, was deine Bewegung braucht. Gerne 4 mehr. 3, 2 und letzte Mal. Ein Fuß nach vorne und dann lass das Knie solo arbeiten. Lass dich hier ein bisschen schwingen. Schup, 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 schup. Jawohl. Länge. Länge und ganz lässig gerne in die Ferse, in den Bodengrund. Und ab, jawohl. Noch 4 mehr. 3, 2, 1. Und gerne wechsel den Ausfallschritt. Und go, go. Jawohl. Das neue Bein einfach wieder gut mit der Ferse. In den Boden. Rück. Und rück. Und rück. Die letzten 4. 3, 2, 1. Und parallel. Genau, lass dich gerne mal die Arme nach oben nehmen und wir greifen, recken, strecken. Richtig schön. Länge, Länge, Länge. Und dann zieh dir lässig etwas herab, herab, herab. Mach die Rippen, die Seitlinien auf. Zieh, zieh, zieh. Jawohl. Noch 4 mehr. Wunderbar. 3 und 2. Mal, lass die Finger mal falten, schieb und dann lass dich ganz wenig in die Seite ziehen, über oben. Und wer darf, lässt mal Ellbogen lässig, Füße, Hüfte ein bisschen gebeugt und dann lass die Ellbogen, Arme, Schulter mal kreisen. Ja, wenn es braucht, kannst du auch die Finger öffnen, kein Problem. Wechsel die Richtung. Kreis. Jawohl. Kreis. 2 letzte. Ein hättest du noch. Und mal öffnen. Roll. Ganz achtsam. Nase, Scheitel. Wirbel für Wirbel ab. Lass dich mal hängen. Bounce. Feder ein bisschen. Becken steigt. Scheitel fällt. Locker. Den Nackenmuskel schön loslassen. Ein bisschen Feder. Feder. Leichte Grätsche und dann beginne mal langsam diagonale Hand zum Fuß.
Der freie Arm nach Richtung Zimmerdecke. Dein Tempo ist dein Tempo. Wunderbar. Lass diese Idee ein bisschen die Wirbelsäule fragen, drehen. Und dann nimm die Wirbelsäule ein bisschen länger mit. Jawohl. Öffne. Öffne. Genau. Gerne hier noch einmal wechseln. Und dann lass beide Arme sinken. Fass die Achillessehnen von innen nach hinten. Zieh dich mal ran. Und langsam Hände lösen. Beine parallel, Knie leicht beugen, roll dich Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel hoch und lässig nochmal die Schultern leichte Grätsche. Und wir beginnen mal ganz achtsam. Rück, rück, Brustbein hebt, Finger vorne auf, Fäuste. Jawohl, wer mag, Körbe beugen mal lässig, lässig. Ein bisschen. Du schlägst hinter dir aus, schau, dass du Platz hast. Faust öffnen, schließen, schließen. Bleib groß, jawohl. Und zieh, 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 jawohl. Noch vier mehr im Wechsel. Drei. Langer Nacken. Zwei. Letzter Wechsel. Wir wechseln ins Knie. Hebe, Knie hebe, Knie hebe. Knie hebe. Jawohl, lass dir ein bisschen das entstehen und schau gerne hin. Es gibt einen Twist in der Taille, Wirbelsäule, dreh, dreh, jawohl, guck, guck, Gewicht, wunderbar, Achtung, vier Wechsel, Bala, drei, Bala, zwei, Bala und wir gehen nochmal ins Leg Curl. Finger gerne strecken, schließen, Brustbein bleibt gehoben. Jawohl. Zieh. Und zieh. Und zieh. Und zieh. Achtung. Noch vier Wechsel. Drei. Zwei. Letzte Wechsel. Knie lift. Nochmal Oberkörper. Drei. Und drei. Und drei. Jawohl. Lass dich noch vier wechseln, wenn du bereit bist. Drei. Wechsel mal Side to Side. Lass die Arme schwingen, schwingen, schwingen. Wenn du Platz hast, gell? Boing. Genau. Gell, wer darf mal einmal Beine stabil, nur die Arme. Lass den Kopf überm Herzen. Arme. Dafür Beine lang, Knie beugen, Becken tief. Einen noch in diese Richtung und wir treffen uns an der Zimmerdecke. Wechsel. Länge. 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 Jawohl. Zwei hätten wir noch. Und Kreis. Beine lang, Becken tief. Einen schenken wir uns noch. Und dann lass die Finger leicht auf die Oberschenkel. Streck den Rücken lang. Nochmal runder Cat Stretch. Und rund. Und lang. Schulter rück. Rund. Und lang. Und rund. Langer Hals. Rund. Und lang. Tadam. Letzte Mal. Zieh ganz lässig die Schulter. Schulter. In die Mittellinie zwischen Ferse, Fuß in den Kanten. Zieh. Lass den Kopf noch mal schauen. Gucken. Mitte. Gucken. Mitte. Jawohl. Dreh. Mitte. Dreh. Und vier letzte noch. Wirbelsäule. Atme aus. Zwei. Achtung. Und dann von hier einmal noch Fußzehen nach vorne. Lass dich noch mal hängen. Feder dich hier rein. Und dann starte einmal um das erste Bein ein bisschen drehen. 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 Lass dich neugierig mit Kopfblick hinter dich schauen. Guck. Guck. Guck.
wechsel zur anderen Seite, schau ein bisschen. Jawohl. Und dann lass dich gerne Füße parallel laufen und roll Wirbel für Wirbel hoch. Wunderbar, Arme sein. Und dann gehen wir ganz achtsam, so eine kleine Rotation locker aus der Schulter. Spirale haben wir gerade ein bisschen vorbereitet. Guck, guck, schau, was geht, gell? Achtung, noch 4, 3, 2, 1 und einmal Unterarme schließen. Beine gut stabil, Knie nach vorne. Schau, dass die Kniescheiben vor den Zehen bleiben. Und wir öffnen. Hier. Na, na, na. Und gehen wir ein bisschen in die Kräftigung. Gell? Bauchnabel ganz viel Gegenkraft schenken lassen zu deinen Lendenbandscheiben. Langer Nacken, atme, fließen. Becken ziehen nach hinten, gedachte Schnüre an den Sitzbeinhöckern. Und 4, 3, 2, 1 und abstützen. Komm hoch. Einmal Rückenkraulschlag. Lass dich damit die Schulterblätter nochmal lockern. Langer Nacken, jawohl. Und dann wechsel die Richtung. Andersherum, jawohl. Einmal lässig locker diese Schulterknochen. Gut. Beide Arme nach vorne. Wow. Arme seit, wir hatten schon beim Warm-up unser Knie. Jetzt bleib lang im Standbein, lang in der Standhüfte. Jawohl. Fassen oder einfach nur berühren oder annähern geht immer, gell? Jawohl. Ja. Einfach ein bisschen hinten. Schulterblatt in den Kanten zur Wirbelsäule. Brustbein bleibt gehoben. Zwei im Wechsel, wenn du noch dabei bist. Und das nächste Bein bleibt. 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 Genau, du kannst die Zehe auch jederzeit wieder erden. Jawohl. Noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 wechsel das Bein. Und Rückbauchnabel stabil. Jawohl. Bleib lang im Nacken. Wow. Jawohl, wackeln ist gut, gell? Gutes Balance-Training für die tiefen Muskeln. 4, 3, 2, letzte Mal und das Bein mal nach vorne. Gut, geh achtsam aus der parallelen Standposition mit deinem hinteren Bein achtsam ein bisschen tief. Ferse in die Matte oder in deinen Boden, whatever, gell? Beugen und Ferse runter. Lass ganz achtsam deine Arme mal hier vorne sein und du bleibst tief. Bounce hier ein bisschen rein. Okay. Gut, Fingerkuppen verhaken, Schulter tief, du ziehst seicht. Eine statische Kraft auseinander, Schulterblätter weg vom Ohrläppchen. Okay. 4, 3, 2, bleib hier. Dein Becken bleibt, du drehst. Einmal noch her, schaffst du noch. Und von der Mitte lass dich mal zum vorderen Bein ein bisschen sinken. Feder dich auch hier ein bisschen rein. Lange Beinrückseite, ein bisschen rein dehnen. Ja, Schulter locker. Und dann lass dich nach vorne drehen. Knie beugen, stemm dich hier ab. Wir drehen Solo, erster Arm hier. Komm zurück. Hier. Komm zurück. Jawohl. Ja,
nochmal dieses Nachziehen für Brustmuskeln. Diese Armlinie bis zum Ellbogen hebt. Vier mehr. Und vier. Drei. Zwei. Und dann lass dich von hier drehen. Neuer Ausfallschritt. Gerne stabilisier die Mitte, hinteres Knie und Ferse in den Boden. Lösen. In den Boden. Jawohl. Beugen. In den Boden. Nochmal, jawohl. Sch, Badam. Wer will, kann die Hände ohne Abstützen verwenden. Aber nimm sie ja, wenn du es brauchst, okay? Ab, letzten zwei. Und dann gerne bleib hier. Finger gucken, das war gewohnt. Das ist ungewohnt. Ungewohnt verhakelt. Schulter weg vom Ohrläppchen. Genau, bounce. Jetzt siehst du leicht. Nacken hinten, gell? Noch vier, drei, zwei, bleib in der Tiefe. Dreh, Becken bleibt in deinem Vorne. Mitte. Es ist ganz wie Wirbelsäule. Lass Kopf, Blick, Brustbein eine Richtung benutzen. Genau. Und dreh. Und dreh. Wunderbar. Und drei, letzter Wechsel. Einen haben wir noch. Und gerne lass dich wieder nach vorne. Zwei lange Beine, Fußzehen in dein Vorne. Feder dich hier ein bisschen rein. Ja, lass dich das ein bisschen dehnen, spüren. Ohne reißen, leicht Nacken locker. Gerne lass die Beine unter das Becken wieder zurückkehren, Füße parallel, runder Rücken, roll dich hoch und wenn dein Kopf über dem Herz ist, holen wir uns noch mal mit der Schulter ab, jawohl, wunderbar, gut, dann gehen wir von hier ganz achtsam noch mal in das Knie heben, erinnere dich, wir hatten alles Wechsel, Spiel, dreh, noch einmal Wechsel, ah, nur rechts und rechts, rechts, gerne ein bisschen langsamer, gell? Lass dir Zeit, gerne Fuß in der Luft lassen, gell? Dreh, Schulter, Nacken hier runter, dreh, jawohl, nochmal, vier, zwei und wir wechseln und drei, drei. Gerne lass das Bein am Anfang erden, dreh dich zum Oberschenkelknie hin. Ist dein Standbein gut stabil, kann, wer möchte, fragen, den Fuß gar nicht mehr zum Boden. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Alles gut, alles schick. Nochmal. Gerne. Bisschen langsamer. Drei. Noch viel mehr. Vier. Drei. Zwei. Danke. Mitte. Gell, hier haben wir nochmal die Arme nach vorne. Beine lässig parallel und wir schwingen für das Locker nochmal aus. Rund und länger. Einmal im kleinen halben Kniebeuger. Ja? Becken weit nach hinten, Schulter weg vom Ohrläppchen. Und wir ziehen mal ein bisschen Sitzbeinhöcker hinter die Fersenlinie. Zieh. Ich kann so ein bisschen die Zehen heben. Probier mal. Ganz kleines Federn. Gell? Gerne mal die Hände hinten aufs Kreuzbein, langer Nacken. Ja, vielleicht kriegen wir doch noch ein bisschen Schnee diesen Winter, kleine Abfahrtshocke, gell? Noch vier, drei, zwei, eins. Und nimm die Arme nochmal vor. Fersen hoch, Zehe hoch,
Fersen hoch, vielleicht. Ja? Fersen, ohne dass dein Rumpf hebt. Fersen, Zehe. Jawohl, Achtung, noch 4, 3, 2 und einmal locker. Lass dich hier nochmal reinfedern. Leichte Grätsche und wir drehen, dehnen, erstes Bein gefasst, langsam andere Seite ziehen. Lass den Kopfnacken wirklich los, lass deine Halsmuskulatur ein bisschen das Entlasten schenken. Lass dich hier nochmal aushängen, die Achillessehnen von innen nach hinten gefasst. Zieh dich ran, Becken steigt, Scheitel fett. Wunderbar. Nach der nächsten Ausatmung treffen wir uns nochmal. Knie leicht beugen, runder Rücken oben. Lass dich sanft aufrollen. Wenn der Kopf übers Herz wieder darf, Schulter nochmal locker. Locker, jawohl. Gut, immer noch ein bisschen dehnen. Dann lass gerne deinen rechten Arm mal strecken. Leicht geöffnete Gerätsposition. Du ziehst. Ja, du bleibst Schulter tief auf der Frontalebene. Zwei mehr. Einen hätten wir noch und dann bleib gerne hier pulsieren. Ein bisschen da hinein. Zieh. 4, 3, 2 und weich über oben. Wechsel die Seite. Zieh. Schulter runter. Jawohl. Finde dabei gerne dein Tempo. Jawohl. Dann haben wir so wunderhübsche, manchmal parasitäre Spannung. Die sind schnell wieder da. Alles menschlich. Achte das. Immer wieder lösen. Jawohl. Seitenneige. Ganz viel Zwischenrippenmuskel. 2 mehr. Und das nächste Mal gerne bleib und pulsiere ein bisschen. Ohrläppchen Richtung dazugehörige Schulter. Zieh, zieh, zieh. Jawohl. Und gerne über oben lösen. Wir gehen nochmal in den Mühl. Schlag. Zieh da ein bisschen nach. Was dein Ausatmen hergibt. Einschnaufen. Runde üben drüben, wenn du bereit bist. Zieh, zieh, zieh. Und eine letzte Wiederholung. Und gerne beide Arme hoch. Öffne. Jawohl. Gut, gehen wir ganz sanft noch in ein ganz feines Dehnen. Vielleicht darfst du deine Finger sanft an dein Hinterhaupt legen. Dein restliches Selbst ist aufgerichtet und du lässt Nase, Kinn, Blick Richtung, bisschen Brustbein. Lass die Ellbogen gerne als Zusatzgewicht ein bisschen sanft, wirklich sanft wirken. Ja, dein restliches Selbst ist aufgerichtet und ganz achtsam gibst du dieses Dehnen über den Zug des langen Rückenstreckers hier hinten sanft in diese Richtung. Und der Kopf darf bleiben, während die Hände sich schon mal vorsichtig über das Hinterhaupt gleiten lassen. Und dann ganz wirklich allmählich, 7 Halswirbel hast du dort, lass sie wirklich gefühlt langsam bis 7 gezählt hochrollen
Und nochmal lockern. Und lockern. Dann gehen wir noch in die Seitdehnung. Ja, gerne rechte Hand an deine linke Schläfe. Lass dein rechtes Ohr Richtung rechtes Schulterdach gehen. Und wirklich auch wieder sanft, ohne zu viel Druck. Lass den Kopf, was die Halswirbelsäule darf, nachdehnen. Die linke Hand lässt den Handwurzelknochen Richtung Boden ziehen. Du hast dieses sanfte Ziehen über Schulterdach, Oberarm, bis in den seitlichen Kopf hinein. Gerne mit jeder Ausatmung nochmal nachfallen lassen. Gerne den Rest gut aufgerichtet bewahren. Und dann lass die linke Hand schon mal langsam, lässig, locker. Lass die rechte über den Schopf abgleiten. Der Kopf, ein kleiner Viertelkreis in dein vorne, unten. Den Weg kennen die Wirbel schon und wieder sanfte 6, 7. Rollst du langsam wieder hoch. Das machen wir noch auf der anderen Seite, dann haben wir es schon gemeistert. Linker Arm an deine rechte Schläfe, Schulterdach wieder locker. Lass den Nacken in der neuen Seitlinie bitten zu dehnen. Rechte Hand Wurzelknochen Richtung Boden. Und dann merkst du schon, da kommt wieder ein bisschen Ruhe auch in den Herzschlag, in deinem Puls. Dein Scheitel dehnt fallend lässig. Der Arm schiebt, zieht zum Boden. Gerne mit jeder Ausatmung nochmal nachdehnen. Gerne diese Kiefergelenke, Zahnreihen, immer wieder ein bisschen spüren, dass sie loslassen können. Und nach der nächsten Ausatmung die linke Hand gleitet über den Schopf, die rechte lässt schon mal lässig. Der Kopf rollt diesen kleinen Viertelhalb oder Viertelkreis nach vorne. Lass ihn nochmal dehnen und hängen. Sehr langsam. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sind wir wieder da. Lass nochmal letzte Mal den Nacken ein bisschen lösen. Gerne nochmal Arme strecken und ein bisschen alles gemeinsam lässig. Nochmal Länge schenken. Spür den Boden, spür die Länge der Arme. Und zum Abschluss nur die Arme lösen. Tada. Wunderbar, fleißig. Gerne nutze das immer wieder, um ein bisschen durch deinen ganzen Körper zu lockern, zu dehnen und ein bisschen zu kräftigen. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.